Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind die Redewendungen mit Körperteilen. Fangen wir mit dem Kopf an. Jemandem den Kopf verdrehen. Das bedeutet, jemanden sehr stark beeindrucken oder jemanden in sich verliebt machen. Zum Beispiel, Freund sagt zu seiner Freundin, du hast mir den Kopf verdreht. Das bedeutet, jetzt bin ich sehr verliebt. Augen. Ein Auge zu drücken. Das bedeutet, etwas nicht bestrafen, etwas durchgehen lassen. Zum Beispiel. Vera drückte ein Auge zu und erlaubte Maria, die Prüfung weiterzuschreiben. Wahrscheinlich hatte Maria die Notizen gehabt oder irgendwas, was normalerweise nicht an der Prüfung erlaubt ist, aber Lehrer hat das ignoriert und hat sich entschieden und Maria erlaubt, die Prüfung weiterzuschreiben. Nase. Seine Nase in etwas stecken. Das bedeutet neugierig sein. Zum Beispiel. Meine Nachbarin muss immer ihre Nase in unseren Garten hineinstecken. Das bedeutet nicht, dass sie unsere Blumen riechen möchte, sondern dass sie einfach zu neugierig ist. Etwas auf der Zunge haben. Das bedeutet etwas sagen wollen, aber doch nicht aussprechen. Zum Beispiel, ich kenne ihn von irgendwoher. Sein Name liegt mir auf der Zunge. Ohren. Grün hinter den Ohren sein bedeutet noch jung und unerfahren sein, noch nicht reif sozusagen. Er kann noch keine Verantwortung übernehmen, weil er noch grün hinter den Ohren ist. Arme. Jemandem unter die Arme greifen. Das bedeutet jemanden unterstützen oder jemandem helfen. Ich bin sehr dankbar, dass mir meine beste Freundin immer unter die Arme greift. Das heißt, dass meine Freundin mich immer unterstützt und dass dafür ich dankbar bin. Frei handhaben. Das bedeutet, tun können, was man möchte. Zum Beispiel, für diese Entscheidung habt ihr freie Hand. Beine. Die Beine in die Hand nehmen. Das bedeutet, sich beeilen. Zum Beispiel, wenn wir den Flug nicht verpassen wollen, müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Das bedeutet, wir müssen uns wirklich, wirklich beeilen. Wir müssen jetzt richtig Gas geben. Hand und Fuß haben. Das bedeutet, dass etwas logisch ist. Beispielsweise, deine Theorie hat Hand und Fuß. Das bedeutet, deine Theorie ist ganz logisch. Und endlich, die letzte Redewendung für heute ist kalte Füße bekommen. Es hat nicht mit dem Winter zu tun, sondern aus Angst ein Vorhaben aufgeben. Zum Beispiel, er hat vor dem Vorstellungsgespräch kalte Füße bekommen und ist weggerannt. Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt 10 neue Redewendungen gelernt hast, bitte Abo und Like-Button anklicken, dieses Video weiterteilen, einen Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.